Am Samstag fand in Biberachis das Ligafinale der Schwäbischen Turnerbundes statt. 5 potenzielle Aufsteiger aus den Bezirksligen und 2 Abstiegskandidaten aus der Landesliga waren hier die Gegner der ersten Mannschaft der WTG. Dass es nicht leicht werden würde, sich bei diesem starken Teilnehmerfeld durchzusetzen, lag auf der Hand. Die Heckengäuer starteten kräftig am Sprung in den Wettkampf. Mit 12,0 Punkten errang Simon Eitel die beste Wertung für das Heckengäuer Punktekonto und verhalf seinem Team, sich sofort an die Spitze der Tabelle der Bezirksligamannschaften zu setzen. Und auch im weiteren Verlauf ließen die WTG-Jungs keinen Zweifel an ihrer Absicht, den Aufstieg schaffen zu wollen. Youngster Manu Chua zeigte eine schöne Übung, seine Mäustämme verhalf ihm zu 12,95 Punkten. Noch eine Schippe drauf konnte Nick Ackermann legen. Der 18-jährige Allrounder bekam 13,55 Punkte für eine präzise ausgeführte Übung. Überhaupt turnten die Heckengäuer an diesem Samstag äußerst sauber und fehlerfrei, was letztendlich das Alleinstellungsmerkmal zu den Mitbewerbern um den Landesliga-Aufstieg war. Am Reck machte die WTG 1 dann ihren Anspruch auf den Aufstiegsplatz deutlich. Durchweg erkämpfte sich die junge Truppe mindestens 11 Punkte, was zu einem Geräteergebnis von 46,65 Punkten führte. 11,95 Punkte waren für Lukas Unger drin, der mit seiner Endogrätsche überzeugen konnte. Christian Marquez bekam für seine Präsentation am Reck ebenfalls hervorragende 11,6 Punkte. Besonders spektakulär war hier sein Abgang Salto rückwärts mit Doppelschraube in den sicheren Stand. Der eigens angereiste WTG-Fanclub wusste seine Turner gekonnt und lautstark anzufeuern. Am Boden vollbrachten die Heckengäuer dann ein Kunststück. Sagenhafte 56,35 Punkte sammelte die Mannschaft an ihrem Paradegerät. Mannschaftskapitän Lovi Spies zeigte unter anderem einen sauberen Twist-Salto und eine Überschlag-Strecksalto-Verbindung. Sein Teamkollege Luke Schaar bestach die Kampfrichter mit einer sehr sauberen Ausführung, was mit 14,0 Punkten honoriert wurde. Vor den beiden letzten Geräten hatte sich die WTG Erste ein komfortables Punktepolster erarbeiten können. Am Pauschenpferd brillierte Manu Chua mit 11,1 Punkten. Knapp dahinter konnten sich sowohl Nick Ackermann als auch Lukas Unger mit jeweils 10,75 Punkten einreihen. Allen dreien gelang eine nahezu fehlerfreie Kür. Und auch am letzten Gerät, den Ringen, zeigte sich die WTG 1 stabil und turnte jede Übung sauber in den Stand. 11,6 Punkte bekam Ralf Eichhorn für seine Darbietung, die mit einer Hangwaage und einem Kreuzhang besonders schwierig war. Trotz Schulterverletzung drehte Nick Ackermann als letzter Turner des Tages noch einmal richtig auf. Sagenhafte 13,5 Punkte lieferten unter anderem seine Kreuzhänge und bescherten der Mannschaft ein Geräteergebnis von 50,75 Punkten. Am Ende stand auf Seiten der WTG ein sehr starkes Endergebnis mit einer Gesamtpunktzahl von 294,30 Punkten. Die WTG Heckengäu 1 konnte sich damit nicht nur souverän gegen den TG Wangen Eisenharz 2 und die WKG Bonnenlanden Sielmingen durchsetzen, sondern erzielte auch mehr Punkte als der Verbandsliga-Aufsteiger SV Bollheim 1. Als Zweitplatzierter der Kreisliga Nord reiste die WTG Heckengäu 2 zum Ligafinale nach Biberach an. Die WTG 2. kämpfte hart, um durch einen Platz auf dem Treppchen den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Tobias Weckerle holte mit seinem Zuckerhaarer am Sprung, der in der Kreisliga nur höchst selten zu sehen ist, solide 11,3 Punkte. Mit einem sehr sauberen Überschlag konnte Ricardo Czernocki überzeugen. Die übrigen Turner zogen nach und erreichten insgesamt 42,65 Punkte. Am Boden konnte die WTG 2 49,5 Punkte sammeln. Eine sehr saubere Kür präsentierte Nicolo Spies. Bei einem Ausgangswert von 14,5 Zählern bekam er lediglich 1,8 Punkte abgezogen. Auch an den Ringen lief es für den Landesliga-Nachwuchs gut. Lars Schwand konnte mit einem Abzug von 1,3 Punkten stattliche 11,1 Punkte erzielen. Am Ende musste sich die WTG 2. jedoch äußerst knapp mit 4 Punkten Differenz der TG Wangen Eisenharz 3 geschlagen geben und fiel auf Platz 4. Durch ein Nachrückverfahren könnte die WTG 2 aber gegebenenfalls noch in die Bezirksliga aufsteigen. Eine Entscheidung diesbezüglich steht von offizieller Seite noch aus. So, und das war jetzt wieder ein typisches Beispiel für ein Zuschauervideo. Hier nochmal herzlichen Dank an die WTG Heckengäu, dass ihr uns immer fleißig eure Videos schickt. Ihr seht, wir machen einen Bericht raus. Wenn auch ihr von eurem Verein oder von eurer Sportveranstaltung mal einen Bericht im Fernsehen sehen wollt, einfach uns das Videomaterial anliefern. Wir kümmern uns um den Rest.